Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat die ersten 60 von rund 12.000 Satelliten für ein weltallgestütztes Internet in die Erdumlaufbahn gebracht. Eine Rakete startete in der Nacht vom Kennedy Space Center in Florida. SpaceX-Chef Musk twitterte wenige Stunden danach, alle Satelliten seien inzwischen online. Das milliardenschwere Programm namens Starlink soll weltweit entlegene Gebiete, aber auch Ballungszentren mit schnellem und preiswertem Breitbandinternet versorgen.